Moin! Ey, Pascal, lange nicht gesehen. Alles fit? Na, erste Schicht heute? Nee, zweite Einzelschicht. Kommst du klar? Hast du noch irgendeine Frage? Verstehst du irgendwas nicht? Ich würde sagen, bisher geht alles klar, aber ich habe heute ein paar Probleme mit der Post. Irgendwie Internetverbindung mal wieder nicht so am Start. Oh, das stimmt, das hat mir Aaron schon in der Gruppe geschrieben. DHL hat Probleme, aber an sich, so viele Kunden waren von der DHL zum Glück heute nicht da, sondern hauptsächlich Air Lotto und halt der normale Kassenbetrieb halt hier. Und das würde ich sagen, mache ich ziemlich gut eigentlich. Was wurde denn heute gut verkauft? Ich würde sagen, will keiner hören, aber ja, Zigaretten wurden heute sehr gut verkauft. Ist ja immer so, ist ja normal. Ja. Kommen halt gern die Raucher und holen sich halt ihre Zähne. Holen sich ihr Zubehör und alles drum. Ja, ganz genau. Ich finde es ja auch witzig, dass hier bei diesem Gizeh-Papes und ja. So, ne, ich bin ja selber kein Raucher, ne, ich kenne mich ja gar nicht aus, aber dass hier einfach so eine kleine LED ist, einfach nur so subtil, dass wenn du da hinten stehst, einfach du da so ein bisschen im das Auge drauf wirfst. Ne? Ich dachte am Anfang die ganze Zeit, hier ist eine Kamera oder Alarmanlage oder irgendwas in die Richtung irgendwie am Start, weil ich frage mich, warum blinkt es bei uns hier hinten die ganze Zeit so, weil... Warum blinkt das hier hinten bei uns die ganze Zeit? Aber unsere Alarmanlage hast du schon entdeckt, genau, ne? Dass wir eine Alarmanlage haben, habe ich schon entdeckt. Ich habe auch schon einen coolen eigenen Code. Hast du auch schon bekommen. Die drei Rottweiler hinten im Lager gesehen, die rauskennen? Sowieso, Alter. Das ist ja ganz, ganz schlimm, da immer lang zu laufen. Aber jetzt ist die Angst nicht mehr so hoch wie bei den ersten Wochen. Da hatte ich wirklich ganz schön Durchfall, als ich da lang gegangen bin. Aber das wissen ja viele auf dem Kiosk-Kanal noch nicht. Du bist ja nicht nur hier ein neuer Mitarbeiter, der cool und hip am Start ist, sondern du machst ja auch viel Videocontent im Hintergrund. Du hast ja Kamera geführt bei einem letzten Dreh, den wir hatten. Genau. Und wer war denn hier? Der gute Finch Asozial kam vorbei und wir haben hier ein Kioskkonzert gemacht. Für 1 Euro konnte man vorbeikommen und konnte, wenn man Aaron gefragt hat, ey, willst du ein Kioskkonzert haben? Willst du, dass Finch mal hier richtig aufdreht? Konntest du sagen, ja. Dann kam Finch raus und hat hier richtig aufgedreht. Mit Bühne, richtig einen Song für dich alleine performt. War übel geil und das war ja halt mit seiner Rummelbumsbox und die haben wir hier auch noch verschenkt. Richtig, richtig geil. Jetzt ist leider keiner mehr da, aber war richtig viel Action-Maction und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was da abging, oder? Ja, los geht's. Kann ich vor dem Auftritt aber scheiße gehen? Wie lange brauchst du? Langkacke oder Kurzkacke? Scheiße, sehr lange. Oh nee, dann wird's schwer. Aaron, hast du auch Rubbellose, die nicht beschiss sind? Ja, bei mir zu Hause. Du hast 2 Euro gewonnen. Ach, geil. 2 Euro gewonnen. Solange ich im Plus bin, und das ist wie meine Tipico-Zeit, ich habe Tipico aufgehört mit 40.000 Minus. Das geht ja noch. Das geht noch. Kleingeld, Stundenlohn nennen wir das. Fragst mich aber ganz schön lecker. Es tut mir leid, ja, ich muss Aufnahmen schaffen. Finch, aber das war komplett dein, oder? Das war dein Beuteschema. Das war komplett dein Beuteschema. Was ist denn mit diesem Alex Exotic? Das ist ein Fan von mir. Man, keine Ahnung. Ein bisschen voll abgegangen, war voll cool. Ja, doch, ich sag, du warst zufrieden. Sexualisiert. Ach, alle Frauen. In welchem Zeitalter lebst du, Dicker, Alter? Bist ein bisschen stecken geblieben, wa, Macho? Da soll man nicht jeden annehmen, Dicker. Kommt der Nächste, der sieht schon auf dem Konzert, das ist keine Überraschung mehr. Nicht mehr asozial, also asozial ist weg. Auch wenn er jetzt ein Bier vor 4 trinkt, nicht mehr asozial. Warte, ich mach mal Screenshot, darf ich, gell? Ah, scheiße, ich bin so dumm für Screenshot. Viel Spaß. Guck mal da. Halt den Fünfer. Erst 1 Euro, dann 2, jetzt 5. Alter, wirklich? Immer teurer? Ja, ja. Dann nehmen wir das noch fürs Bild mit, Timo. Grüß euch. Grüß dich. Geil, geil. Danke dir. Gerne, gerne, gerne. Sieht man die Tränen eigentlich, die Freunde drehen? Hä? Hey, dann habe ich jetzt gewonnen, oder? Gib mal her, das Glücksteil 2. Bin ich jetzt Millionär? Du. Kann ich jetzt mein Kind auf Gymnasium schicken? Warte, ich muss das selbst mal jetzt kurz gucken.
Bin ich jetzt Millionär? Nein, bist du nicht. Du hast 4, 8, 6, du hast 20 Euro gewonnen. Nee, jetzt bin ich Millionär. Im Osten bin ich Millionär. 21. Mein Kind geht auf Gymnasium. Ja, das war doch auf jeden Fall ein turbulenter Dreh, würde ich sagen. Wie war es denn? Ich war ja selber nicht vor Ort. Ja, es war wirklich richtig geil. Generell, ich durfte halt auch mit Finch hinten sitzen. Und ich sage euch ehrlich, kleiner Fanboy auch. Ich habe Finch auch gerne schon mal gehört und finde das auch cool, beim Feiern den zu hören. Also war das sehr, sehr aufregend. Aber auch die Freunde, Alter, hier ist eine Dame, die erste Dame kam mir rein, die ist abgegangen wie sonst was. Die war so ein Finch-Fan und ich meine, das waren ja wirklich Kunden, die hier reinkamen und dass dann der erste Kunde direkt so abgeht, übel geil. Ansonsten habe ich nicht so viel vorne gesehen, weil ich, wie gesagt, hinten war und eher so die Behind the Scenes gedreht habe. Aber ja, war auf jeden Fall aufregend, war geil und war super, super anstrengend, aber einfach ein richtig nicer Tag. Auf jeden Fall kann man sich ja bald auf das Video freuen. Ich glaube, das kommt in so ein, zwei Wochen oder sowas, kommt das online. Dauert noch ein bisschen, aber wenn es da ist, wird es richtig geil. Dementsprechend, Leute, würde ich sagen, wenn ihr noch nicht die Glocke aktiviert habt, dann aktiviert jetzt erstmal die Glocke. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der bekommt gleich eine Schelle kassiert von mir. Also na, so hart sind wir ja auch wieder nicht. Wir sind ja eigentlich ganz lieb zu unseren Kunden. Stimmt, wenn ihr abonniert habt, dann bekommt ihr natürlich eine Umarmung von mir, wenn ihr vorbeikommt. Nein, Spaß. Also abonnieren, Glocke aktivieren, Like nicht vergessen und natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das Konzert oder ob euch die Behind the Scenes gefallen haben. Schreibt mal dem Marc mal ein nettes Arbeitszeugnis für die Kameraführung von dem Making-of. Ja, zwar war nicht mit der Kamera, ne? Ich habe mit einer Kamera gefilmt. Man muss immer mit seinen Arbeitsmaterialien klarkommen. Am Ende des Tages geht es ja darum, wer die Kamera bedient und nicht, was du für eine Kamera benutzt. Gut, also Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir verabschieden uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.